Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen bei OSOG OD, deinem Computer-, Technik- und Hilfekanal hier auf YouTube. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ihr wollt wissen, wie man mit Discord richtig agiert, wie man Kanäle erstellt, wie man einen Server anlegt oder einfach nur seine Sprache und eine Videoübertragung durchführt. Das erfahrt ihr in dieser Videoreihe. Das heißt, falls ihr Videos verpasst haben solltet oder euch Informationen zu verschiedenen Themen raussuchen wollt, dann klickt am Ende dieses Videos auf die Playlist und sucht euch euren entsprechenden Part raus. Das ist eine Videoreihe, die ihr also entsprechend sehr, sehr viele Inhalte zum Thema Discord bietet. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch die anschauen würdet und wenn ihr meinen Kanal abonniert, denn abonnieren ist kostenlos und abonnieren ist richtig und wichtig. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Video. So, herzlich willkommen zum ersten Video zum Thema Discord bei mir auf dem Kanal. Heute in diesem Video erkläre ich euch, wie man einen Discord-Server erstellt, diesen anlegt und dann entsprechend bespielt bzw. darauf joinen kann und die ersten Schritte mit seinem neuen eigenen Discord-Server durchführen kann. Wir springen direkt ins Video. Das Ganze soll auch nicht so lange dauern. Das sind ja hier alles Tech-Quickie-Videos, das heißt maximal 3 bis 5 Minuten soll das Ganze dauern. Wir haben hier auf der linken Seite, seht ihr schon, unsere Liste mit, ja, Discord-Informationen und wir wollen einen neuen Kanal erstellen. Wie können wir das Ganze machen? Wir klicken hier unten links, dort wo dieses Server-Hinzufügen-Symbol ist, einmal drauf. Dann können wir einen neuen Server erstellen. Ihr seht schon, hier gibt es auch offizielle Server, die sozusagen schon vorgeschlagen werden. Da könnte man rauf joinen. Aber wir wollen unseren eigenen coolen Discord-Server erstellen. Wir klicken also hier oben auf Selbst erstellen. Dann gibt es die Möglichkeit, zwischen zwei Arten von Discord-Servern zu wählen. Einmal einen privaten Server sozusagen für einen selbst und seine Freunde oder einen offiziellen Community Club. Das heißt, falls ihr ein YouTuber seid oder ein Streamer und ihr wollt euren eigenen Discord-Server erstellen, würde ich euch empfehlen, diese Funktion auszuwählen, damit der Server stärker bespielt wird und dort auch mehr User raufjoinen können. Wir klicken da jetzt einfach einmal drauf und wir müssen diesem Server natürlich noch einen Namen geben. Das heißt, wir wollen jetzt unseren ersten eigenen Discord-Server erstellen. Den nenne ich jetzt einfach TechCave. Weil ich bin Ozok, ich bin ein Technik-YouTuber, also ist das die Tech-Höhle. Dort werden wir uns jetzt drauf begeben. Wichtig für euch, es gibt hier unter dem Reiter Community-Richtlinien noch einige Regeln, die ihr auf jeden Fall durchlesen solltet und beachten solltet, wenn ihr so einen Server erstellt. Da geht es zum Beispiel um das Thema Datenschutz und auch um das Thema Jugendschutz. Also wenn Inhalte auf eurem Discord-Server zum Beispiel mit plus 18 gekennzeichnet werden müssen, dann dürfen dort auf diesem Discord-Server keine Jugendlichen, ja, unter 18 Jahren verweilen. Und das ist sehr, sehr wichtig, denn Discord ist da sehr radikal, was diese ganzen, ja, Jugend- und Datenschutzgeschichten angeht. Heißt also immer darauf achten und beachtet auch diese Richtlinien. Wenn ihr euch für euren Servernamen entschieden habt, drückt ihr jetzt einfach auf Erstellen und schwuppdiwupp ist damit schon euer Discord-Server erstellt. So einfach geht's und damit könnt ihr jetzt eigentlich schon direkt anfangen, euren Discord-Server zu bespielen. Als allererstes nochmal zum Discord-Server allgemein. Hier oben rechts am Bildschirm seht ihr, welche User gerade auf diesem Discord-Server drauf sind und oben an der Zahl, welche gerade online sind. Auf der linken Seite seht ihr bisher jetzt die zwei Standardeinstellungen, die zur Verfügung stehen. Heißt einmal eure Textkanäle, in denen ihr Nachrichten schreiben könnt und eure Sprachkanäle, in denen ihr Reden bzw. Stream- und Bildschirmübertragungen durchführen könnt. Das war es dann aber auch schon mit diesem ersten Tech-Quickie-Video zum Thema Discord-Server erstellen. In den Folgevideos werdet ihr dann sehen, wie man weitere Textkanäle einbaut, wie man diese verwaltet, neue Sprachkanäle hinzufügt und wie wir die ersten Schritte mit unserem neuen Discord-Server durchgehen. Falls euch das interessiert, klickt jetzt am Ende des Videos auf der Endcard auf die Playlist oder auf das nächste Video, was dort verlinkt ist. Dann könnt ihr euch die nächsten Inhalte vom Thema Discord-Server direkt anschauen und auch dort weitere Dinge lernen. Und falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr den Kanal jetzt abonnieren würdet. Und ansonsten sehen wir uns dann einfach beim nächsten Video wieder. Stay real, bis dann, euer Ozok. Ciao!